Menschen mit Behinderungen, die gemeinsam arbeiten mit Menschen ohne Handicap. Das findet man hier in der Kunstwerkküche im Werksviertel Mitte. Ein ganz besonders integratives, schönes Projekt, wo die Inklusion gelebt wird. Hier kocht man zusammen, hier arbeitet man zusammen, hier hat man Spaß. Und hier werden Menschen mit Behinderungen auf eine ganz besondere Art und Weise in das alltägliche Leben integriert. Und ich möchte Ihnen heute die Kunstwerkküche einmal vorstellen und deshalb nehme ich Sie mit rein und wir starten gleich in die Sendung. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu München tut gut. Die Kunstwerkküche beschäftigt aktuell 21 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 11 von ihnen haben eine körperliche oder geistige Einschränkung. Das Herz der Kunstwerkküche ist das Deli im Erdgeschoss. Jeden Tag gibt es eine kleine Tageskarte, biologisch und immer frisch. In der Kunstwerkküche ist jedes Glas und jede Tasse anders. Für Chefin Katharina Inselkammer ein Symbol für die Vielfältigkeit in ihrem Betrieb. Was ist denn Ihr ganz persönlicher Antrieb, dass Sie sich hier so sehr engagieren für Ihr Herzensprojekt? So sage ich jetzt einfach mal, was es wahrscheinlich auch ist, oder? Es ist definitiv, ich möchte gerne die Welt ein Stück weit offener machen für Menschen, die vielleicht am Rande der Gesellschaft stehen. Ob ihrer, sage ich mal, Andersartigkeit. Ich nenne ja, also 40%, sollte ich vielleicht kurz erklären, 40% meiner Mitarbeiter sind geistig schwerbehindert. Und wir arbeiten im bunten Team, das heißt, es macht bei uns wirklich jeder alles. Also natürlich habe ich einen Chefkoch und einen Sous-Chef und eine Patissier und eine Konditorin, aber schlussendlich geht jeder mit jedem zusammen in alle Veranstaltungen, in alle Caterings. Und dieses gemeinsame Menschen stärken, Menschen die Kraft geben, die können so viel, die können so viel mehr. Und wenn man da offen ist und das zulässt, dann kann man unglaublich viel erreichen. Und was ist meine Idee? Meine Idee ist, dass Inklusion irgendwann normal wird. Wo sehen Sie denn da die aktuellen Probleme noch in der Gesellschaft? Sie kriegen es ja mehr mit sicherlich als jetzt andere Menschen. Wo hakt es denn bei uns noch? Es hakt an sehr vielen Stellen, muss man ganz klar sagen. Es ist ja oft so, dass Leute sagen, ah ja, da mache ich jetzt auch was oder bei uns arbeitet auch ein Behinderter mit. Das finde ich schon sehr despektierlich, weil Mitarbeiten ist was anderes wie wirklich dabei sein im Integrieren. Team. Integrieren. Ja, genau. Da gibt es ja diesen Spruch aus Amerika, den ich super schön finde. Diversity is an invitation to a party. Inclusion is to be asked to dance. Ja? Was ja im Endeffekt nichts anderes heißt, als also wirklich dabei zu sein, ist einfach nochmal eine andere Baustelle, als einfach zu sagen, ja, wir haben jetzt da auch mal Leute angestellt, die vielleicht anders auch schon anders sind. Katharina Inselkammer nimmt uns mit in die Großküche. Natürlich nur unter den geltenden Hygienebestimmungen und Schutzkleidung, die auch für unseren Kameramann gelten. In der Küche treffen wir auf Anna und Marina. Sie arbeiten heute gemeinsam im Team an einer großen Bestellung. Wir ergänzen uns super. Die Anna stellt uns dann immer die Gläser drauf, oder mir jetzt in dem Fall. Und dann befülle ich die und dann nimmt die Anna die wieder weg. Und so klappt das ganz gut in der Teamarbeit. Die Kollegin ist die Beste. Anna ist mittlerweile seit fast 4 Jahren Teil der Kunstwerkküche. Ihr Job stärkt ihr Selbstvertrauen. So sehr, dass sie jetzt sogar von zu Hause aus in eine eigene WG gezogen ist. Und Anna hat noch größere Ziele. Mein Traum ist, dass ich als Koch arbeiten kann. Der Traum von Katharina Inselkammer, noch mehr Menschen mit Behinderung in den ganz normalen Arbeitsalltag zu integrieren, am besten über eine Patenschaft. Wie das aussehen kann, erfahren Sie gleich. Nach einer ganz kurzen Pause sind wir zurück.
Wir sind heute zu Gast in der Kunstwerkküche im Werksviertel Mitte am Ostbahnhof. Chefin Katharina Inselkammer hat sich mit diesem Projekt einen Traum erfüllt. Menschen mit und ohne Behinderung arbeiten hier Seite an Seite. Kilian, du bist jetzt schon 3 Jahre mit dabei in der Kunstwerkküche. Genau, ja. Was bedeutet der Job für dich hier? Also für mich bedeutet es, man quasi eine gute Herausforderung. Aber gleichzeitig auch finde ich es sehr gut, dass man hier auch für sich selbst, also was ich merke, dass ich hier gerade hier in diesem Servicebereich eine gewisse Verantwortung auch habe. Und dass ich für mich auch weiß, dass ich gewisse Pflichten habe und das auch quasi auch ausfülle. Menschen mit einer Behinderung sind doppelt so häufig arbeitslos wie Menschen ohne Handicap. Einen Job auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu finden, schwierig. Die Kunstwerkküche ist mittlerweile aber nicht nur Arbeitgeber, sondern auch ein Ausbildungsbetrieb. Wir bilden auch Schwerbehinderte an der öffentlichen Berufsschule aus. Und wir bilden in 6 Berufen aus. So viele Azubis haben wir im Moment nicht. Corona hat uns schwerstens geschädigt. Aber es ist auch nicht nur die Ausbildung. Ja, ich habe ein neues Konzept entwickelt. Da geht es auch erstmal um das Know-how. In der Gastronomie, in allem. Also zum Beispiel habe ich eine ganz tolle Barista gefunden, die bei einem großen Münchner Kaffeeunternehmen mitarbeitet, die uns hier vor Ort einen Barista-Kurs macht, den wir sozusagen dann nicht, wie er normalerweise dauert, in 2 Tagen, sondern der dauert halt dann vielleicht 1 Woche oder vielleicht auch 10 Tage und bilden aber wirklich unsere Mitarbeiter aus. Die sind zertifizierte Baristas. Das ist zum Beispiel so eine Zusatzausbildung, die macht so viel mit den Menschen. Sie haben in der Corona-Zeit, die Sie hart getroffen hat, 2 neue Konzepte entwickelt. Das heißt, den Kopf nicht in den Sand gesteckt, sondern weiter nach vorne gedacht. Was ist in der Zeit entstanden? Also wir haben Wochenpakete geschnürt für jeglichen Art von Geschmack. Das heißt, wir haben Essen gekocht in der Küche, was wir durften, und haben das schockgefroren. Dadurch bleiben Mineralien und Vitamine erhalten. Und haben dann in 7 Tagespackerl das sozusagen angeboten und tun es immer noch münchenweit ausliefern. Und da kostet zum Beispiel 1 Woche, kostet 69,90. Da hat man 7 Gerichte, die man sich daheim sous-vide-gart. Und dann wirklich richtig frisch. Also ins heiße Wasserbad, genau. Aufwärmen und genau. Dann wie frisch gekocht auf dem Teller. Genau, also das kann wirklich jeder machen. Also man kann es einfach in eine Pfanne tun, Wasser drauf oder Deckel drauf, genau. Und das ist wirklich gut gelaufen und wir haben dann auch damit angefangen, Menschen in München zu unterstützen. Also wir haben uns zusammengetan mit Münchner für Münchner und mit der katholischen evangelischen Kirche. Und haben zu Hauptzeiten 72 Familien in München bekocht. Mit dem gesunden Essen, haben an Weihnachten, an Ostern, am Muttertag Sonderessen gemacht und sind zu Hilfsbedürftigen, Hochrisikopatienten, alleinerziehenden Müttern mit Kindern. Also alle, die es schwer hatten in der Corona-Zeit. Und Drogenkranke, ja. Und das Zweite, was wir neu gemacht haben, wir sind jetzt Lohnhersteller. Das heißt, wir produzieren für den Handel. Das heißt, wir haben Auftraggeber, die zu uns kommen und bei uns Sachen produzieren lassen. Allgemein gilt in Deutschland, Arbeitgeber müssen 5% der Arbeitsplätze mit Schwerbehinderten besetzen. Konkret heißt das für kleine Unternehmen, Betriebe mit weniger als 20 Mitarbeitern müssen keine Schwerbehinderten beschäftigen. Die mit 20 bis 39 Arbeitsplätzen müssen mindestens 1 Stelle besetzen. Unternehmen mit 40 bis 59 Arbeitsplätzen müssen 2 Schwerbehinderte einstellen. Wer dieser Regelung nicht nachkommt, muss eine Ausgleichszahlung leisten. Katharina Inselkammer hätte da aber eine andere Idee. Wenn man anstattdessen eine Patenschaft übernimmt und es kommt dann sozusagen dem Menschen zugute und der macht dann damit eine extra Ausbildung oder eine Zusatzausbildung. Wenn man das schaffen könnte, also wenn ich mir das wünschen könnte, dass das hinhaut, dann hätte ich wirklich sehr, sehr viel geschafft. Das heißt, wie könnte das aussehen, wenn jetzt eine Firma, also Sie wollen ja nicht diese Exit-Strategie, dass man sagt, ich zahle lieber meine Ausgleichszahlung, als dass ich einen Menschen mit Behinderung anstelle.
Ihre Idee wäre aber, wenn die Firmen das nicht machen möchten, eine Patenschaft zu übernehmen mit jemandem, den Sie hier angestellt haben? Oder wie würde das dann aussehen konkret? Also zuerst mal natürlich mit unseren Angestellten. Ich fahre das jetzt ein Jahr Probe. Ich fange das jetzt an. Also ich bin kein Zahlenmensch. Deshalb mache ich das nach Jahreszeiten. Das heißt, wir haben eine Herbstmitgliedschaft, also eine Herbstpatenschaft, eine Winterpatenschaft, Frühlings- und eine Sommerpatenschaft. So, und in der Jahreszeit übernimmt jetzt eine Firma, also es kostet 250 Euro, eine Patenschaft, ich sage jetzt mal, für die Helga. Ja? Mhm. So. Und dann kriegt die Helga von diesem Geld jetzt zum Beispiel, weil wir es vorher gehabt haben, einen Barista-Kurs bei mir. Dann kriegt diese Firma einen schönen Bericht, wo da drin steht, so, vielen Dank, mit ihrer Hilfe konnte die Helga einen Barista-Kurs machen. Dann ist so meine Hoffnung oder Vorstellung, dass die eine oder andere Firma sagt, Mensch, du lass uns doch da mal hingehen. Lass uns unser Patenkind doch mal kennenlernen. Und im weiteren Schritt dann vielleicht, das könnten wir doch auch mal probieren. Das könnten wir doch einfach einmal probieren, ob man nicht auch so jemanden anstellen können. Denn am Ende ist es die praktische Erfahrung, die helfen kann, Barrieren im Kopf abzubauen und in diesen besonderen Arbeitsalltag einzutauchen, so wie Jeremy. Ich kann definitiv viel mitnehmen, einfach aus dem Grund, weil wir einfach diese Inklusion in der Küche haben und es eine Erfahrung ist fürs Leben, mit solchen Menschen zusammenzuarbeiten, den engen Kontakt zu haben, sie in ihren Höhen und Tiefen zu erleben und einfach, das ist heutzutage wahnsinnig wichtig, auch den Umgang zu kennen. Was zählt, ist die Wertschätzung und der Glaube an eine starke Gemeinschaft. Und wenn Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die Kunstwerkküche unterstützen wollen, dann kommen Sie doch einfach selber mal hierher ins Werksviertel Mitte, vielleicht zum Mittagessen. Oder Sie nutzen den Heimlieferservice, dann bekommen Sie 7 Gerichte ganz bequem nach Hause geliefert. Alle Informationen dazu finden Sie auf unserer Homepage münchen.tv. Und ich hab's gut, weil ich krieg jetzt noch, danke Kilian, ein leckeres Mittagessen. Schön, dass Sie mit dabei waren. Wir sehen uns nächste Woche wieder zu einer neuen Folge von München. Tut gut!